Alles gut, Dunshu? Habt ihr was Bestimmtes vor? Einen Reaktor bauen. Ja, und ich Ölbienen. Zumindest. Du kannst ja auch bei AdCrafter 27 vorbeischauen hier bei Twitch. Genau. Das ist ein bisschen mehr als bei mir. Das ist den Reaktor halt. Oder Reaktorbau. AKW des Bösen. Ein Fusionsreaktor. Oh. Eigentlich ist es gar kein AKW. Ist ja eigentlich kein Atomkraftwerk, oder? Doch, nee. Fusions? Naja, doch. Hm? Naja, es zählt zum Atomkraftwerk, aber nee, zu einem Fusions... Ja. Mal direkt AKW ist ja nur normale AKW. Aber wir arbeiten hier mit Plasmastrahlen und so Scheiß, das ist ja anders. So. Das hier und das. Ja, und ich bin eben gerade auf der Suche nach Bienen. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe einige gefunden. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Nee, das haben wir schon herausgefunden. Backup-Lösung. Das ist der Sinn des Lebens. Aha, Backup einspielen. Ja. Der braucht jetzt mal Reboot, nicht mehr Backup. Der Mistkäfer braucht ein Reboot, kein Backup. Passt. Starte dich mal neu, Sascha. Kommt gut an. Hast du so einen Knopf, wo man dich neu starten kann? Einfach mal richtig draufgehauen, wir sehen, dann rebootet. Da dauert halt ein bisschen, aber läuft. Läuft. Will ich mir merken. Bei mir hilft das nichts. Deaktiviert. Bei dir. Musst du erst den BIOS dann aktivieren. BIOS umstellen, oder? Ja. Nein, du kommst ja nicht ins BIOS rein, das ist halt. Schlagen aktiv. Wollen dann aufstehen, wenn ich aufwache, dann kannst du BIOS changen. Ah. Bewegt sich der Klatsch nicht, wo er da falsch rumstellt. Funktionieren tut's ja wohl. Bei mir hat wieso kriegen wir keinen Schaden? Weil er die Dings zu blitzen hat. Ey. So, wie viel blitzt er jetzt? Bis hier hinten hin. Jetzt blitzt er da weiter, da. Ja, oft, ich weiß nicht. Also, es sollte schon so gehen, glaube ich, mit einem. Einen ganzen schafft er nicht. Oder? Na, wohl, er blitzt weiter. Ja, blitzt weiter. Letztendlich, viele haben aber zwei drin stehen. Ja, zwei macht wahrscheinlich mehr Sinn, oder? Keine Ahnung, letztendlich ist es ja nur dazu da, dass der Plasmastrahl. 22 down der 11, du hast ja nicht alle. Ja, warte mal, ich muss mal ein bisschen schauen, weil ich kann noch. Wir brauchen halt viel Speed. Viel Speed, Speed 8, wow. Ja, kannst du, wenn ich jetzt Speed auf 16 setze, haben wir die optimale Leistung von 65.000. Gut. Mit den Toren kommt er noch aus. So, setzt man eins weiter runter, Speed somit auf 32. Bei im Testobjekt haben wir quasi 65 Rad. Karat. Also Kilorad. Ja, dann passt ich so. Die Newtonmeter sind ja egal, weil die sind hier ja nicht wichtig. So. Kann halt jetzt nicht weiter runtergehen. Na gut, wir könnten vielleicht noch mit einer zweiten CVT-Unit, könnten wir den gerne noch ein bisschen. Ja, wir haben nicht jetzt 100.000 CVT-Unit deswegen aufstellen, dann müsste gerne das aufgehen. Anders aufgehen. Ja, ich würde halt gerne. Nein, das war's. Ja, da wird er halt jetzt wieder langsamer. Ja, die Frage ist, ob das was macht, wenn er langsamer ist. Weil wenn wir zwei Blitze haben, weil er blitzt, bis hier blitzt er ja schön, auf alle Fälle. Hier blitzt er auch noch schön, aber hier zum Schluss wird er schlecht. Also wenn du einen also zweiten hast. Hier würden wir ja einen zweiten aufstellen. Genau, dann würde das eh schön durchblitzen. Dann würde das eh schön durchblitzen, dann könnte man das da lassen. Dann würde ich aber in eine V3 nehmen, weil die ist ja jetzt V4. Mal schauen, ob wir das damit hinkriegen. Tippi gar nicht? Er muss erst ja. Plus machen. Ja, er muss ja erst. Ja, 65.
Gut, 65. Und er macht aber trotzdem noch, weil es sind ja jetzt weniger Torge. Ja, aber die Leistung hat ja trotzdem. Und braucht nur 2700 RF statt 20.000. Das meine ich halt. Deshalb bin ich halt gerade am Optimieren. Genau. Ja, mit 16er schaffst du nicht ohne TVD-Unit. Dass meine 16er nehmen. Kriegen wir es halt nicht so schnell, aber brauchen wir mehr Strom. Ja, was ist, wenn du jetzt 16 rein tust? Mal 32. Bei der Hälfte der Leistung halt. Ja, blitzt aber auch ganz bis daher. Wenn du eine zweite hast, rechts. Dann wird ja weniger. Ja, logisch, aber da kommt dann die zweite. Na, passt schon noch. Bleibt konstant. Ja. Also können wir das mit auf... deiner 16er machen. Also bauen wir jetzt Gearbox. Gearbox. Oder haben wir ja. Außer du willst eine Dings haben. Eine komplett sichere. Sichere können wir auch gleich eine komplett sichere bauen. Ja. Weil letztendlich brauchen wir ja später auch wieder eine. So, wenn jetzt Not ausgedrückt wird, muss... Kannst die Engine abschalten. Bin ich da. Also wir haben keine besseren Zahnräder mehr. Die müssen wir ja dann auch noch alle schalten, gell? Ja. Ja, die Engine müssen wir aber auch separat abschalten können. Oder sollten wir das alles separat ausschalten? Ja, wir müssen mal... Das ist halt dann die Offline-Arbeit-Klub. Ja, das... Weil ich mache jetzt die Steam-Ablass-Dings. Die will ich einmal manuell und einmal Not. Jetzt ist nur die Frage, wo macht man das manuell? Der Computer muss weichen. Aber hier haben wir keine Dreierbau. Kannst du mich nach Hause tippen? Ja. X. Allein. Dahin. Hat er jetzt... Nach Norden Output. Welches ist der denn Reaktor? Warte. Crazy shit, yes, crazy shit. Der ist der Reaktor. Ja, der blitzt schon, siehst du. Wenn wir das mal in der Kamera schauen, blitzt es dann auch. Oh. Hast du die Kamera abgebaut? Nee. Nur Kamera. Hast du gesagt, du hättest alle Kameras abgebaut? Nein, die da vorne habe ich nicht abgebaut, deswegen wundert mich gerade. Kennt er die nicht, weil wir zu nahe sind wieder mal wahrscheinlich. Achso, nee, ich muss ja die Dings wieder hochstellen. Na, 6 Chunks reicht doch normal, gell? Normalerweise schon. Weiter weggehen. Gut. Nee. Läuft. Bedrock-Zahnräder. Gut, ich bin jetzt beim letzten Generator bei. Gut. Gut. Mit tausende Müll im Inventar. Ja, kennt ihr echt keine Kamera, ist komisch. Ja, man. Spinnt ein bisschen rum. Warum weiß keiner? Auftrag abgebrochen. Noch schlechter. Los. Keine Kamera, nur ein Joke. Makamatic Engine auch mitarbeiten? Ja, mein Gott. Schade, dass das nicht funktioniert. Wäre cool gewesen. Also nur, weil Etty Stromproduktion gehabt hat. Was für Stromproduktion? Ich hab gar nichts gekappt. Ja doch, die Autonomous Aktivierer bekommen keinen Strom. Das machen sie das nicht automatisch. Ja. Weil ich umbauen wollte. Trotzdem muss der Monitor jetzt hier weichen. Bringt nix. Cross and Range. Aber CC-Lights macht noch ein bisschen Probleme. Wieso? Wenn du in der Log schaust, also in Game-Output, in Konsole, sind ziemlich viele Fehler von CC-Lights drin. So. Die ganze Masse macht da die CC-Lights. Keine Ahnung. Bei mir zumindest. Mhm. So. Ja, ich... GUI Container... Zentrifuge, Crafting-Rezept, Coaching-Plugin, BMC, Minecraft, Klein, GUIs. Edwenger Beam hat auch ziemlich viele.
Aber diese Null Point Exception. Das bin wir alle CC-Leute. Vielleicht, weil du gerade in der Nähe bist und ich nicht. Ich habe nur GUI-Fehler. Okay. Ja. Nein, Plugin. Halt Faustrezen Frifuge. Ganz hin. Ja, da habe ich anders. Gibt's ja eine neue Version von Faust. Ja. Und ich habe Raycon-Fehler. Jede Menge. Aber es sind Texturfehler. Weil ich die Textur nicht habe, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ist mal gut. Wie viel Energie produziert ihr denn so in Summe unter Volllast? Ja, der Reaktor läuft noch nicht, dann werden wir erstmal bauen. Aber im Durchschnitt werden es wahrscheinlich 91 Millionen RF pro Dick sein. Werden wir ja spätestens. Was ist spätestens? Nächste Woche sehen. Oh, vielleicht kriegen wir es heute noch zusammen, wer weiß. Schaut gut aus momentan. Ja. 8, so stimmt. Es schaut gut aus. Schaut gut aus. Das ist schon eine Marke, ja. Natürlich ist 91 Millionen F an der Marke. Deswegen bauen wir es ja. Wir brauchen es. Einfach so. Sinnlose Sachen. Wir brauchen es. Wir brauchen es. Was macht nicht wirklich, denn? Aber wir brauchen es. Wir brauchen es. Einfach nur, um ja, zu sagen, das wir Beste haben ist es. Ja noch, wir können den Strom ja nachdem auch nutzen, um Eisenbahn zu betreiben. Zum Beispiel, ja. Bahnlinie. Ja. Damit können wir dann alles betreiben. Damit alles machen. Wir können ja konvertieren in alle möglichen Stromarten. Hab ich jetzt ein. Mount, hatte ich doch mal gekraftet. Das muss man dann wieder in Raycars Table zusammen. Ja, und demnächst tun wir dann Schüssel raus und dann steht gar nichts mehr da. Okay, ja. Die ganze Produktion läuft ganz schön auf Schüssel. Alles läuft auf Schüssel fast bei uns. Alles läuft auf Schüssel fast. Ich habe jetzt viel Optifine drin gehabt und dann hat Optifine die Schüsseltextur nicht angezeigt. Du wirst die waren dann durchsichtig, ja. Gell? Ja, halt die Mutti fest, wie das ausgesehen hat. Halt die halbe Welt war weg. Welt. Keine Ahnung, warum der ein Problem mit Schüssel hat. Scheiß Optifine. Gut. Deshalb benutzen wir es ja nicht wirklich. Nein, leider nicht. Ich hätte es gern, aber. So. Also Norden und Osten. So, ab. Ja, danke mal. Und da ein Eingang, gut. So, der sollte laufen, gut, passt. Läuft. Also, wir hatten gesagt, ihr habt Bedrock. Wenn man Water und Diligenz zusammen macht, hat man eine 10%ige Chance, dass man Ocean rausregt. Ja, aber wenn du später mal den Dings hast, den Avery, kannst du diese Mutatoren, glaube ich, rennen, oder? Ja. Genau, die Mutatoren. Je mehr Mutator du reintust, desto höher pro Mutator, glaube ich, um 8% steigert sich die Chance, dass das mit dir rauskommt. Deswegen, also Avery, ich würde erstmal schauen, dass du Industrials und Imperial ein paar Bienensorten machst davon. Von jedem 4 oder so, damit du schneller an Avery kommst. Blotch. Swarmer, Elvary. Was Blotch? Blotch. Flotch. Blotch. So, Schaft. Weißt du, dass wir eigentlich Probleme haben mit unseren Schaltungen? Wieso? Weil wir keinen Platz haben. Weil wir keinen Platz haben. Das Computer. Das Büro ist zu klein geworden. Na, Schaltraum ist zu klein geworden. Das Büro ist ja groß genug. Das geht eigentlich gar nicht. Aber darunter, die zwei Stockwerke sind zu klein geworden. Vor allem, wir haben jetzt schon zwei Stockwerke Schaltung. Die Wände auch schon voll geklatscht. Das kann jeder wieder auf die Wand klatschen hier. Wo sollst denn du hin sonst? Ich könnte alles wegkleiden. Wie heißt die Maschine in den Inventor?